Flugaufzeichnung. Nicely done. Those people needed some hope. Who are you anyway? Eben. And I'm Archie. Haven't seen you around here before. Oh yeah. Then a cowboy waitress says hello. Das ist unten im Themse-Volk Base nicht so gut lief für ihn. Not her fault. She's not like the others. Kicked me out of Themse even they did. Couldn't stand a human living with them. Wer bist du genau? I'm Archie. Scavenger by trade. The best locksmith in London. Na, diese kriminellen Kinder in London. Was machst du hier? Russenhawk. Ach nee, ist im Schneidersitz, Entschuldigung. Hiding out. People have it in it for me, see? Especially the Isle of Dogs. All I did was trespass. And theft. Then a bunch of lunatics ambushed my crew. The whole city's mad. Sounds okay too bad, though. Die Stadt ist verrückt, aber die Themse-Leute sind cool. Erzähl mir was über die Untergrundlabore. So that's why you're here. Yeah, I know one. Barely managed to escape though. Would have been dragged back there too, if it weren't for the ferryman. You don't work for the lab, do you? Nee, ich bin aufgewacht und ich habe keine Ahnung, wer ich bin. Rough. I guess you want to hear the whole story. Ja, erzähl, kleiner Mann. I was on a supply run near the Thames. There were six of us. One more than usual. We brought this ghoul along, Lazarus. He was supposed to be an expert. Said he knew the location of underground bunkers. Had all these construction papers. Ripe for the taking, he promised. Turns out, they aren't as abandoned as he let on. We were searching for the entrance when they ambushed. They used some kind of gas. Everything went dark. Later on, I woke up in a cell with that girl. We managed to pick the lock and escape. But we couldn't help the others. The scientists were too busy to notice us. I nabbed a guard's keys and we walked right out the entrance. The guards noticed, though. Chased me all the way to the Thames. Luckily, the ferryman was about to make a crossing. Saved my life. Yes, eine schöne gute Nacht. Schlaf gut. Okay, I'm sorry. Tut mir leid, was hier passiert ist. Okay. Thanks. I just hope everyone else is alright. Wer hat dich gefangen? I don't know. But they were bloody strong. Wann war das? A month ago, I'd say. Maybe two. Hast du immer noch die Schlüssel? Nah, I think the ferryman has them. Wo ist der Eingang ins Labor? Why? You aren't going there, are you? Ich muss rausfinden, wer ich bin. That's fair. I'd probably want to go too if I was you. The thing is, we never actually made it to the entrance. Lazarus was being cryptic. Probably thought we were trying to con him out of his share. I don't think we were close to the entrance when they got us. Everything after that just blends into one bad dream. I remember when we escaped, climbing up a ladder. It was dark out. I could barely see my own shoes. I climbed over some rubble, I think. They were chasing me, so I ran through the streets. I had no idea where I was going, so I just kept running. That's when I found the ferryman. Kannst du dich noch an irgendwas anderes erinnern? Not really. It was dark and I was running for my life. And the gas. I only get confused when I try to remember that night. Was ist mit Lazarus, diesem Bruder? We got separated. Ran in different directions. Ja, cool. Wenn du da wieder hin wolltest, könntest du die Schritte zurück. Maybe. It's been so long. If it means finding my friends, I...
I'm willing to give it a go. I'd need the ferryman to take me back across, though. I don't fancy my chances on Tower Bridge or in the foot tunnels. Here, you can give this back to the ferryman. He gave it to me so I could defend myself. My hands barely fit around the grip. Tell him thanks, but my weapon of choice is the bobby pin. Ich hab ne Waffe, der Ferryman's Friend. Er riecht komisch, aber nicht nach der Waffe. Return to the Ferryman. Five finger discount or two never hurt none. Hooligans probably already grabbed the good stuff. Oh. Hätte auch Replay machen können. Kann ich mir den jetzt im Inventar anhören? So war das. Okay, wo haben wir jetzt dieses komische... Flight-Ding hingelootet? Zum Glück habe ich auch gar nicht viel Müll im Inventar oder so. Flight Recorder hieß es, oder? Okay, zurück. Wahrscheinlich nach Tamsham. Oh, guck mal, Alter. Das ist hier sonst wo. Look at this stuff. Isn't it neat? Vielleicht können wir jetzt am Pub vorbeigehen. Und ein, zwei Drinkies holen. Weil wir können nichts tragen. Aber auch dieser Junge hatte den schlimmen Akzent. Das ist so fies. Na komm schon, Spiel. Ladesequenzen sind was Tolles. Tolles. Oh, das ist ja schön, dass es so dunkel ist. Oh, das war so, wo man so scheiße rauskam unten, ne? Wir müssen bestimmt zum Market. Ab in die Kanalisation. Ja, zu dem Futurama Untergrundmutanten.
Okay, Discord. Discord ist dead. Das Einzige, was wirklich ein bisschen sehr retro ist, sind die Ladezeiten. Okay, ich sollte nicht auf dem Market. Okay. Ladezeiten sind wirklich retro. Oh, nun Talaina. Auf Lachi und Degina. Übrigens, The Boys bekommt eine Ablegerserie mit Soldier Boy. Das wird so gut. Spielt irgendwie in den 50ern. Das immer noch nicht. Oh, wo bin ich jetzt denn gelaufen? Nächste Ladesequenz. Eigentlich inzwischen alle Deadpool geguckt? Müssen wir noch 3 Wochen warten. Ah, bevor man drüber reden kann. Jetzt bin ich wieder auf dem Markt. Toll. Eigentlich für eine geile Rüstung an. Hello, human. How are you today? Ja, Ladezeit nochmal. Diesmal nicht aufs Willkommensschild zulaufen. Das ist ein großer Fehler. Ey, aber vielleicht lädt er es schneller. Er muss es ja eben schon mal laden. Durch die ganzen Videos hast du das Gefühl schon 4-mal gesehen. Ja, ich vor allen Dingen die Intro-Sequenz. Ach. Ich glaube, so kam ich nicht raus. Ich glaube, so habe ich nur Loot gefunden. Ja, hier haben wir nur den Cthulhu gefunden. Ich würde ihn ein zweites Mal gucken. Ich habe auch schon gefragt, wann die anderen ihn gucken wollen, aber irgendwie wollen sie den Double doch nicht gucken. Einer macht mir einen Terminvorschlag. Ich will ihn sonst mal alleine gucken und hol mir dann noch ein Merch-Paket. Oh, ist doch so einfach, okay. Oh, ich habe ja 2 Missionen am Laufen. Oh, vielleicht bin ich jetzt den falschen Marker hinterher gelaufen die ganze Zeit. Oh nein! Oh, vielleicht hätte ich doch auf den Markt gemusst. Ich habe doch eine 2. Mission aktiv geschaltet. Oh mein Gott. Ah, ich träume mich selbst. Aber warum weint er eigentlich?
Hallo? Warten Sie auf mich. Ich will mit Ihnen Handel treiben. Where did you come from? Bist du der Händler, der gegen den Zaun gelaufen ist? Hey. At least it's honest work. Nee. I've got a bit of sympathy for that. Ja, was hat er denn da gerade hochgezogen? If you're looking for some quality protection, look no further. I reckon it's a sight better off than me. My prices are firm. Aglin gives me an headache. Als hast du es geschrieben? Ich hab's extra nicht gesagt. No, that's sad. Ach, das ist eine Full Body Armor. Deswegen hat die so gute Werte. Fuck! Ich 25. Okay, das rechte Bein kann ich wahrscheinlich noch kaufen. Oi. If you're looking to make the most of them ticks, ain't no better investment than wrapping yourself up proper in armor. Ist das so blöd geschnitten? Got plenty das of stock. Take your pick. Okay, anscheinend habe ich das Black Armor trotzdem nicht mehr an. Okay, das ist trotzdem besser als alles, was ich anhabe, so. Zwei Sachen davon wären halt besser gewesen als das Coastal-Ding, aber lassen wir jetzt erstmal so. Sehr schön. Wenigstens das. Man kann ja auch zurück senden. Boah, ich muss meine EMP-Card kündigen. Ich habe da seit 2 Jahren nichts bestellt und zahle jedes Jahr.
Ja, ist halt wie Deadpool, einfach weird. Okay, wir müssen gar nicht rein. Wir müssen hier draußen mit dem Fisherman reden. Das ist auch interessant. Ach, weil wir sollten nicht mit dem Fisherman, wir sollten mit dem Ferryman reden, mit dem Fährenmann. Good to see your friendly face. Hast du dich erholt? Not entirely. But I'm sick of that infirmary. Now I need to get out on the open sea. Feel the wind on my face. Well, then I'll get better. Archie sagt, du kannst die Waffe wieder haben. The boy's stubborn. If he's going to survive in this city, he needs every advantage he can get. He'll need to pick up a gun sooner or later. You can have it. It's not much, but it's reliable. You need to take Archie back across the Thames. I have no objections. Truthfully, it would be good for my conscience. There are places north of the Thames where a boy could live a normal life. The sanctuary at St. Paul's would take him. Though I'm not sure why you need him to cross. Whether I like it or not, the boy became my responsibility when he jumped onto my boat. And it seems I've taken him to one bad place after another. If I could find some good people to take care of him, I can wash my hands of this ordeal. Okay. Ich versuche das Labor zu finden, aus dem er entkommen ist. That makes sense. I'll take him back there. But I'll need your help. While I was lying in my sick bed, a group of hooligans marched into Bermondsey and shut the gate. Getting through won't be easy, but it's the only route out onto the Thames. Okay, wir müssen irgendwelche Hooligans umbringen. I suspect they're using it as a staging ground for raids. Bold of them to set up shop so close to a Tommy outpost. Wie schwer kann es werden, die Tote? Getting through the gate should be easy. It's sailing through hooligan territory that puts us one foot in the grave. You'll need to provide us cover fire while I get us out of there. The button that opens it is upon that crow's nest. You can reach the button by lowering the crane. The way up is via a makeshift bridge by the riverfront. Be careful. Follow the rules, and you'll always be welcome. The surface world. Watch where you're going. Okay. Ich glaube, ich komme da nicht so einfach hin. Das ist ja doof. Nee. Trinkwater, nee. Tim Savin, you are my pride and joy. South Park. South Park Park. Ich würde ja schlafen. Hätten wir nicht den Perk Schlafwandeln. Ich war da sogar schon mal drin. Wir hergelaufen sind, nämlich. Jetzt können wir bestimmt auch. Ja, jetzt können wir es auch benutzen hier.
Geil. Okay, das war einfacher als gedacht. Oh. Ich habe den 005 Comic gefunden. Jetzt kann ich besser schleichen. Hier ist Quantum auf Röntgen. Wow. Füße haben nur das Wasser berührt. Mir geht's gut. Eine 200 Strahlung. Nein, nein, nein. Boah, fahren wir jetzt wirklich Boot? Im Dunkeln? Off we go. I'll have to drop you off at the embankment. On the other side, there's a storm coming. With the hole in the Thames barrier, it's too risky to transport the three of us across such choppy waters. The Kabachi, and we'll meet you at the dock. Geil, rote Fässer. Ich bin einfach durchs Boot geglitscht. Oh nein, ich habe nicht gespeichert.
Das war ja ein blöder Bug. Mann. Okay, wenigstens hat er hier gespeichert. Off we go. I'll have to drop you off at the embankment. On the other side. There's a storm coming. With the hole in the Thames barrier. It's too risky to transport the three of us across such choppy waters. I'll pick up Archie, and we'll meet you at the dock. The nearest route is Tower Bridge. Hey, ich bin an so einer Stelle gestorben. Kurz vor Ende. They'll eat anything that tries to cross. Hey, das kann ich nicht öffnen, sonst könnte ich darüber springen, aber so wird das nichts. Nee, da stoße ich mir den Kopf und voll runter. Es war ein Versuch wert, da drum zu springen. Sollte nicht sein. Schade auch, dass es so eine unsichtbare Wand ist, dass man da nicht rüberspringen und klettern kann. Wenn sie auch ein großes Tor hinmachen können. Du kannst dich ja hier draufstellen, ducken und dann müsstest du ja eigentlich durchkommen.
schade. Können wir die ganzen Erschossenen doch nicht looten. Naja, bringt eh nichts. Weil wir ja nichts tragen können. Na, hallo Katze. Ich finde das immer noch nicht gut, dass du das machst. Ah, keine Slimpacks mehr. Das ist Iron Man Anspielungen. Nice. Ich finde das Spiel immer noch sehr dunkel. Ist, falls wir in den Club wollen oder.
Er ist explodiert. Trefft ihn nicht. Ist das eine Alice im Wunderland-Anspielung? Mit einer Teeparty? Ja, ist es! Ist es! Da ist der Hase mit der Uhr auch gewesen. Oh, guck mal. Da fehlen noch die Texturen. Die hier sind noch nicht geladen. Das sollte ich zur Premiere fahren und da meinte der Regisseur zu mir, du musst was für alte Knacker, du brauchst was Extravagantes. Ja, das ist schon sehr offensichtlich. Also die Waffe macht gar keinen Schaden. Das ist wie so eine weirde Shoppinggasse hier. Schon das zweite Mal heute. Und wem nach den Leute erschießen, nicht gespeichert. Okay.
Tower Bridge so, nein! No! So, dritter Versuch.